FSV Zwickau. Ich darf wie immer beide Trainer hier auf dem Podium begrüßen und darf direkt Sie, Herr Ziegler, um Ihr Statement zum Spiel bitten. Schönen guten Abend und vielen Dank. Ja, als allererstes Sascha, Glückwunsch an dich und dein Team zum meines Erachtens verdienten Sieg. Ja, und deshalb verdient, weil sie einfach weniger Fehler gemacht haben als wir, weil sie effektiver Fußball gespielt haben als wir, weil sie vor dem gegnerischen Tor, also vor unserem Tor in dem Fall, gieriger waren, eben die Bälle über die Linie zu drücken. Ja, und dementsprechend ist es dann auch verdient. Und da spielt es keine Rolle, dass wir wieder Phasen dabei hatten, wo wir wirklich gut Fußball gespielt haben, wo wir es geschafft haben, auf die Außen zu kommen, um eben Flanken zu spielen. Nur hilft das alles nichts, wenn man am Ende nicht effektiv genug ist und zusätzlich noch die Fehler macht. Und dort gilt es für uns anzusetzen, nicht zu sagen, ja, wir wollen dort weitermachen, sondern wir müssen was ändern. Weil diese Situation, ständig nach irgendwelchen Spielen gesagt zu kriegen, das war eigentlich ein ganz ordentliches Spiel und das wird schon. Die hatten wir letztes Jahr schon mal. Also wir kennen sie sehr, sehr gut, die Situation, und es macht einfach keinen Sinn, das so weiterlaufen zu lassen und zu sagen, im Winter, jetzt müssen wir wieder alles zusammenpacken, um am Ende unser Ziel zu erreichen, sondern wir können auch jetzt damit anfangen und brauchen dann nicht sagen, es sind erst 3 Spiele rum. Dort gilt es anzusetzen, und das in einer sehr kurzen Zeit, weil wir am Freitag schon wieder das nächste Spiel haben. Gilt es eben jetzt, die Kräfte zu bündeln und trotzdem die Fehler anzusprechen, die Jungs darauf hinzuweisen, dass sie die Fehler eben nicht mehr so machen dürfen. Und dann versuchen wir eben jetzt am Freitag gegen Erfurt den Bock umzustoßen, um eben das erste Mal danach als Sieger auf den Platz zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sascha, dein Statement bitte. Es war ein erwartet schweres Spiel für uns. Zwickau ist eine sehr robuste Mannschaft, hat uns wahnsinnig beschäftigt in der ersten Halbzeit. Also wir hatten große Probleme, in unser Spiel reinzufinden. Hatten dann durch eine gute Umschaltaktion, was uns eben auch in diesem Jahr auszeichnet, einen schönen Angriff gemacht und haben das 1:0 erzielt. Sind aber dann gegen Ende der ersten Halbzeit ziemlich stark unter Druck geraten. Ich glaube, es war eine Eckballserie gegen uns, und da mussten wir alles reinwerfen und reinfeuern, was geht, um dieses Tor zu verteidigen oder den Ausgleich zu verteidigen, und konnten uns dann spielerisch nicht mehr so gut befreien. In der zweiten Hälfte haben wir versucht, mehr Druck auf den Gegner aufzubauen, mehr gegen den Ball zu arbeiten, dass Zwickau nicht so leicht in das Spiel reinkommt. Wir hatten Schwierigkeiten, Zugriff auf den Gegner zu bekommen, und dadurch hat Zwickau Vorteile gehabt und war immer wieder gefährlich. Und für uns war es wahnsinnig schwer, dann diesen Druck oder diese Eckball, es waren immer viele Eckbälle, ich glaube, wie viele waren es, können wir das sagen? 10, 11 Eckbälle waren es bestimmt, habt ihr das mitgeschrieben? Ne? Also es waren ein paar, auf jeden Fall, das dann zu überstehen. Dann hast du so einen Eckball, dann gibt es einen Elfmeter. Diese ewige Handdiskussion bin ich leid, ich habe es eben auch den Kollegen vom Fernsehen gesagt, das nervt. Es nervt einfach, weil das umgekehrt genauso schon so war, wo da nicht gepfiffen wird. Trotzdem bin ich froh, dass der Kevin Paul diesen Elfmeter gehalten hat. Ich glaube, wenn der reingeht, oh, dann kann sich so ein Spiel mal ganz schnell drehen. Und Zwickau hat mächtig Druck gemacht. Und er war dann gehalten. Und kriegen wir dann im Gegenzug den Elfmeter. Wir machen ihn rein. Und trotzdem war das Spiel immer noch sehr spannend. Ich muss Zwickau ein Riesenkompliment machen. Die haben einen tollen Fußball gespielt, haben sich nie aufgegeben. Hat tolle Fans auch gehabt, die Mannschaft komplett unterstützt haben bis zum Schluss. Und trotzdem glaube ich das. Also das wird mit Sicherheit noch besser werden. Davon bin ich überzeugt. Dankeschön. Auch dir vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte. Ja, Herr Hildmann, Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass es teilweise schwierig war für Ihre Mannschaft. Sie haben auch außen oft versucht einzuwirken. War das, weil Sie unzufrieden waren mit dem, was die Mannschaft gezeigt hat, oder einfach weil sie irgendwie den Druck von Zwickau brechen wollten? Sie meinen, weil ich außen eingewirkt habe auf das Spiel? Ja, das mache ich eigentlich immer. Also ja, das ist, es hat schon auch angespannt gewesen. Ja, absolut, weil Zwickau stark wurde und wir diesen Druck auf den Gegner nicht aufgebaut haben, wie wir es eigentlich besprochen haben. Und deshalb habe ich da versucht, außen einzuwirken, aber manchmal ist man so ein Flash im Spiel und dann kannst du schreien, machen, tun, und dann wird sich trotzdem nichts ändern. Ich habe mal gesagt, da versteht keiner. Kein Mensch irgendwas, da brauchst du ein Megafon. Megafon, ja, genau. Das ist Wahnsinn. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich herzlich bedanken. Wünsche Ihnen alle noch einen schönen Dienstagabend. Natürlich Ihnen viel Erfolg und eine gute Heimfahrt.